Psychokardiologie beschäftigt sich mit den Wechselwirkungen zwischen Herz und Psyche. Und in der Psychokardiologie versuchen wir, Patienten zu behandeln, die sowohl eine körperliche, also eine Herzerkrankung haben, als auch eine psychische Erkrankung. Und in der Regel beeinflussen die sich ja gegenseitig ungünstig. Und die Patienten brauchen ein Behandlungskonzept, das beides zusammenbringt. Die häufigsten Krankheitsbilder sind Depression, Angst und posttraumatische Belastungsstörung. Depression tritt oft schon unabhängig von der Herzerkrankung auf und kann für sich ein Risikofaktor sein, eine Herzerkrankung zu entwickeln. Also Leute mit einer Depression werden im Verlauf häufiger herzkrank. Und umgekehrt, wenn im Verlauf der Herzerkrankung eine Depression auftritt, beeinflusst sie den Verlauf negativ bis hin zu einer höheren Sterblichkeit. Und jemand mit einer Depression hat es natürlich viel schwerer, mit dem Rauchen aufzuhören oder mit dem Sport anzufangen, obwohl ihm gerade das gut tun würde. Insofern muss man den Leuten sozusagen aus der Depression raushelfen und dann schaffen sie es auch, ihre Herzerkrankung anzugehen. Das andere sind die Ängste. Herzklopfen, Angst ist eng miteinander verbunden. Also viele Herzpatienten haben Probleme mit Angst und machen dann genau das Falsche. Sie vermeiden ganz viel die körperliche Bewegung, die ihnen gut tun würde, die soziale oder gesellschaftliche Aktivität, die ihnen auch gut tun würde. Und da kann man mit der Therapie helfen. In Deutschland denken wir übrigens oft noch, wenn man herzkrank ist, muss man sich schonen. Viele Leute haben Angst, steigen aus dem Beruf sogar aus, obwohl es ihnen eigentlich gut tun würde, weiter eine Aufgabe zu haben. Also die Verbindung mit Stress ist nicht immer so günstig, was das im Kopf auslöst. Es kommt vor allem ja darauf an, wie man mit Stress umgeht. Ja, und eine Herzkrankheit kann eben als Trauma auch wirken und eine posttraumatische Belastungsstörung auslösen. Es gibt diesen schnellen Teufelskreis, den ja Jürgen Margraf schon sehr gut beschrieben hat. Also ich spüre das Herzklopfen, das löst in mir Angst aus und ich denke, jetzt passiert's und dann fange ich noch an zu hyperventilieren und das macht Kribbeln und Schwindel und ich denke, es wird immer schlimmer und dann rufe ich den Notarzt. Es gibt aber auch langsam wirkende Teufelskreise. Also ich denke, ich bin herzkrank, dann denke ich, ich muss mich schonen und ich belaste mich nicht mehr. Und dadurch wird meine Kondition immer schlechter und ich komme schon aus der Puste bei Sachen, die ich vor 3 Monaten noch locker geschafft habe. Und dann denke ich, ja, das Herz wird immer schlechter. In Wirklichkeit ist es nur mein Trainingsmangel. Grundsätzlich ist Wissen über den menschlichen Körper und die Gesundheit für jeden Menschen sinnvoll. Das ist vielleicht auch ein Problem, dass es in Deutschland überhaupt nicht Schulfach ist, ne? Als Psychotherapeut ist natürlich wichtig, den Körper zu berücksichtigen. Und wenn man jetzt speziell mit diesen Patienten arbeitet, ist natürlich so ein Basiswissen über Herzerkrankungen hilfreich. Mhm. Jetzt brauchen wir aber auch nicht unbedingt immer gleich die eierlegende Wollmilchsau, sondern Zusammenarbeit im Team ist sehr hilfreich. Also wenn man in einem Team sowohl Herzspezialisten als auch ärztliche oder psychologische Psychotherapeuten hat und die im Idealfall miteinander reden und sich austauschen, dann ist das die ideale Voraussetzung, um diesen Patienten helfen zu können. Wenn ich einem Patienten nicht vernünftig erkläre, was mit ihm los ist, dann hat er doch auch keinen Grund, irgendwas zu ändern. Also ich glaube, die meisten Leute wollen ja gesund sein und wenn man ihnen ein Modell erklärt, was sie tun können und es ihnen dann sinnvoll erscheint, machen die das auch. Also Psychoedukation ist sicher die Grundlage, sowohl in der Kardiologie als auch in der Psychosomatik, Psychotherapie und in der Psychokardiologie allemal. Wenn ich als Patient spüre, mein Herz rast und der Arzt sagt mir, Sie haben nichts, das passt ja nicht zusammen. Weil ich spüre ja was und ich will wissen, was das ist. Na, wenn der mir sagt, das ist nichts Gefährliches, dann kann ich schon eher was mit anfangen. Aber auch dann will ich wissen, was es ist. Und da brauche ich eben ein Erklärungsmodell wie den Panikteufelskreis. Und wenn ich das akzeptieren kann, geht es mir schon mal viel besser. Und dann natürlich jemand, der mir auch einen Weg raushilft.
Das ist immer noch ein Fehler, der in der Medizin zu oft gemacht wird, dass den Patienten gesagt wird, sie haben nichts und dann sind sie mit ihren Symptomen alleine. Ich habe eine ganze Weile Patienten in der Notaufnahme betreut. Und meine Erfahrung war, wenn man denen in der Situation eine Viertelstunde vernünftig erklärt, was mit ihnen los ist, hilft das ganz vielen schon weiter. Der Panikteufelskreis funktioniert so, dass ich was in meinem Körper spüre und dann interpretiere ich das falsch. Also wenn ich jetzt Herzklopfen spüre und es ist gerade WM-Finale, 90. Minute, Elfmeter, werde ich mich über Herzklopfen nicht wundern. Wenn ich aber, was weiß ich, das Wort zum Sonntag gucke und auf einmal fängt mein Herz an zu rasen, denke ich, was ist das? Und wenn ich dann interpretiere in Richtung, oh, das ist gefährlich, dann löst das natürlich eine Stressreaktion im Körper aus, die dazu führt, dass das Herz noch ein Stück schneller schlägt. Ich spanne mich an, das spüre ich und das interpretiere ich dann wieder als, oh je, jetzt geht's wirklich zu Ende. Und das ist eben, dann steigern sich Angst und körperliche Symptome immer weiter.